Leute, wer ins Forum geschaut hat, der hat vielleicht gesehen, dass Kabam ein ziemlich großes Announcement gemacht hat. Sie haben Infos gegeben, was in den nächsten 6 Monaten alles passieren soll. Also die Updates von Colossus und Old Man Logan sollen live gehen. Die ersten community-weiten Events für alle beteiligten Spieler und so weiter sollten live gehen. Also da haben sie mehr oder weniger einen neuen Game-Modus im Sinne. Was das genau sein wird, das wissen wir leider noch nicht, aber sind wir mal ziemlich gespannt. Der Akt 6 soll abschließen und Claire, ja, die Story soll abgeschlossen werden, beziehungsweise soll zeigen, wie Carina, ihre Macht bekommt. Back Issue 4, also ein Variant 4, Blood and Venom, sollte in das Spiel kommen. Das im Prinzip, glaube ich, zu dem Event-Zeitraum, wo Guillotine und Venom aktiv, also ins Spiel gekommen sind, sollte da mehr oder weniger ein Backflash wieder sein. Ein 5-Jahre-Anniversary, also eine 5-Jahres-Jubiläumsfeier mit einem Nostalgie-Quest wird bald kommen, also bin ich auch mal ziemlich gespannt, weil 5 Jahre, das ist, glaube ich, nicht mehr so lange hin. Im Allianz-Quest werden neue Aktionen dazu gemacht, da bin ich ja gerade in der Beta dabei. Falls euch das interessiert, schreibt das in den Kommentaren. Ich glaube, 2 Tage lang läuft die Beta noch. Dann mache ich noch einen Livestream, bevor ich da wieder raus bin. Also lasst mich das in den Kommentaren wissen. Und weiteres neues Tool, um Spieler zu trainieren und so weiter. Ja, ich weiß nicht, wie das sein wird, da bin ich gespannt. Und generell ein brandneuer, ja, Meilenstein, sowas wie das Labyrinth der Legenden, ne? Nur noch viel, viel stärker. Sie haben da mal im Chat geschrieben, sie erwarten, dass sich dieses Event genauso wie bei Labyrinth der Legenden, dass das wirklich vielleicht Monate dauern wird, bis das wirklich mal einer vollständig durch hat. Also das wird kein Content sein, der was schnell fertig sein wird. Also da wird wieder so ein richtig großer Meilenstein ins Spiel kommen. Neben dem Ganzen haben sie aber noch zusätzlich etwas bekannt gegeben. Das haben sie jetzt aber nicht so im Forum bekannt gegeben. Man sieht hier, sie haben da so ein Bild reingestellt. Mal schauen, ob ich das so darstellen kann. Ihr alle seht, mit vielen Fragezeichen von den ganzen Champions, man sieht es hier. Und sie haben uns schon ein bisschen einen Einblick gelassen und das switche ich jetzt mal rüber. Es ist nämlich bekannt geworden, welche Champions noch bis Ende des Jahres ins Spiel kommen. Und das sind gleich mal das Man-Thing, also das Man-Ding, wird ins Spiel kommen. Das ist also ein Sumpfmonster. Über die Fähigkeiten wissen wir leider gar nichts und wir wissen vom Man-Ding und von den nächsten 2 Champions wissen wir leider noch nicht, wann diese ins Spiel kommen. Aber für die Top-Champions wissen wir es, das sage ich aber erst ganz zum Schluss. Neben dem Man-Ding kommt dann noch Guillotine 2099, also das ist wie von Punisher 2099, eine andere Version von Guillotine. Man sieht hier ihr Schwert, das sieht so zweigeteilt aus. Ich habe da was klingeln gehört, dass das auch im Spiel in den Animationen irgendwie inkludiert ist, dass die mit den geteilten Schwertern dann gegen den Gegner kämpfen kann. Und hier den letzten Champion, den habe ich noch nicht gekannt. Das ist die, wo habe ich es? Elsa Bloodstone. Ich habe da mal kurz im Internet ein bisschen nachgeschaut. Das ist ein Champion, der mit Waffen, also mit Pistolen und so weiter und Gewehren umgeht. Wie sie das im Spiel wieder umsetzen, weiß ich nicht. Man sieht hier am Gürtel keine Waffen oder so hängen. Aber naja, mal schauen, was daraus wird. Von den letzten 3 Champions, die noch kommen werden, da haben wir aber leider keine Bilder dazu. Wir wissen nur, dass sie im November, ja, November und im Dezember live gehen werden. Und das sind Mr. Fantastic und Dr. Doom im November und der Silver Surfer im Dezember. Also, das sind, glaube ich, die ziemlich gehyptesten Champions neben Scarlet Witch, die vielleicht jetzt seit langem wieder ins Spiel kommen. Wie gesagt, Dr. Doom und Mr. Fantastic kommen im November und Silver Surfer im Dezember. Also, wenn ihr da vielleicht ein paar Units sparen wollt, weil ihr dezidiert diese Champions haben wollt, könnt ihr ja vielleicht jetzt schon mal anfangen, dass ihr ein bisschen Arena spielt und langsam ein paar Units aufbaut, dass ihr dann zum richtigen Zeitpunkt ein paar Kristalle aufmachen könnt.
Also dann, ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ihr seid genauso, ja, gehypt für die neuen Champions wie ich. Und wenn euch das Video gefallen hat, like das Video, abonniert den Kanal und ich hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Wie gesagt noch, wenn ihr Videos zu der Beta vom Allianz Quest haben wollt, schreibt das in den Kommentaren, damit ich, ja, damit ich einen Stream auf Twitch starten kann und ich sage euch dann Bescheid, wann der losgeht. Also dann, tschüss, bis dann.